Und da ist er wieder, der gute alte Daddy Redneck. Und er ist gierig. Er dürstet wieder. Es dürstet ihn nach geile Auktionen. Und wir schauen direkt mal, ob wir hier was haben. Wir haben hier eine Level 5, aber erst 10. Aber. Die kommt jetzt gleich ohne Level 4er. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir das alles rüber in unseren neuen Laden bringen. Ich weiß nicht, wenn wir irgendwann mal erreichen, ob wenn wir alles 50 haben, ob es dann noch irgendwie einen Bonus gibt oder einfach nur einen ultra geilen Erfolg, dass wir der reichste Redneck auf der Insel sind. Bin ich wahrscheinlich jetzt schon, ne? Aber warte mal, oh, Option. Ja klar, ich sollte die auch annehmen. 5, das ist doch bestimmt was Schönes bei. Ich schau mal. Und dann machen wir natürlich heute wieder blinde Auktionen. Die finde ich irgendwie ganz cool. Und wir ballern wieder hoch. Klar. Natürlich. Ich denke, das geht bis 1600. Okay. Oh. Günstiger als gedacht. Gut, bevor wir hier einmal analysieren, schauen wir noch einmal direkt das nächste Ding hier, weil hier ist Level 4 und Level 4 ist auch noch relativ gut. Das heißt, relativ gut ist in der Regel sehr gut, weil da sollte auch einiges an epischem Zeug sein. Da sehe ich doch schon Goldschmuck und so liegen. Klar, her damit. Hey, wieder ein Kanu, ein Boot. Ist okay. Ist das drin ein Boot oder ein Kanu? Okay, das sollte reichen. Genauso viel wie Level 5. Okay, dann sollte da. Oh, oh, oh. Okay, da ist irgendwas Gutes drin. Jetzt reicht es aber. Harper? Warum heißt sie Harper? Gibt es nicht irgendwo den Nachnamen Harper? Oh nein, Kanu ist ja. Harper, irgendwo kenne ich diesen Namen doch. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr von wo. Na gut. Ah, Charlie. Harper, da. Two and a half man. Natürlich. Gut, wir machen weiter. Oder das war doch Charlie Harper, ne? Ich meine ja. Ist zu lange her. Ich habe es immer nur ab und zu mal geschaut. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir sicher, aber nicht zu 100%. Ja, wie machen wir das? Hier ist keine Kiste. Das ist schon mal blöd. Ja, hier sollen wir einiges an Kramsens. Ich würde aber ganz gerne irgendwie eine Kiste haben. Warte mal. Haben wir hier hinten eventuell eine, wo wir Kleinzeugs reinpacken können? Es ist aber wieder hier so viel großes Zeug. Oder wir müssen erstmal das Kanu reinpacken und da können wir. Was war das denn gerade? Auch kein. Ah doch, hier ist eine. Oh, sehr gut. Mein Glück. Das ist mein Glück, Leute. Das ist mal ein richtiger Glückstreffer. Wann ist, warte mal, haben wir nicht noch eine 3-Auktion, eine Stufe 3? Die geht aber nur bis 3. Na, das wird ein bisschen eng. Bisschen überlegen, ob wir die machen. Aber gut, wir werden da noch drüben ein bisschen Ruf kriegen, ne? Es könnte also durchaus sein, dass sich das lohnen könnte. Könnte aber auch natürlich genauso hin nach hinten losgehen. Nein, 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 was? Das wollte ich gar nicht machen. Den blauen, grünen Kram lassen wir erstmal hier. Wir nehmen erstmal nur den Premium-Kram mit. Ein Wechselautomat, okay. Ja, mit dem Kleingeld. Können wir aber nicht öffnen oder so, ne? Schade. Hätte hier sein können. Wir müssen zum Schlosser, weil da haben wir ja auch, müsste ja bald unser Schrank fertig sein. Den haben wir auch reingehauen. Ein Wikingerhelm. Geil. Ich liebe ja so Zeugs mit Wikingern. Aber im Moment zocke ich irgendwie nur Simulatoren hauptsächlich, weil die Spiele auch geil sind. Aber sobald natürlich wieder geile Spiele mit Wikingern oder so kommen, kommt sowas natürlich auch. Irgendwie ist im Moment die Zeit der Simulatoren. Ich weiß auch nicht warum. Das hat sich irgendwie so ergeben, Leute. Eigentlich könnte ich da noch. Warum fällt das raus? Ich könnte ja noch Kleinkram von hinten drauf packen, aber ich denke, das passt schon. Wir scannen jetzt hier erstmal alles. Und den können wir doch einfach so.
klar, das funktioniert. Habe ich mich schon fast gedacht. Dann hauen wir die hier rein. Den Tisch da drauf. Ja, okay, könnte man auch so machen. Hoffe ich. Wird das halten? Oh. Ja. Aber es hält, ne? Nein, es hält nicht. Alter, was? Gut, es hätte sein können. Dann holen wir den. Nein. Das ist mir jetzt ein bisschen zu kritisch. Aber das hätten wir anders machen sollen. Nein, warte, wir machen das anders. Und den so rein. Zack. Die da drauf. Den guten Tisch sollten wir easy so reinkriegen. Dann können wir da gut Sachen drauflegen. Nein. Du bleibst schön da. Okay, dann können wir vielleicht das Kanu draufpacken und ins Kanu Zeugs reinpacken. Das sollte doch funktionieren. Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Das nimmt so viel Platz, das ist so nervig. Dann halt erstmal das Kanu drauf. Alter, wackel nicht. Was ist das? Ach man. Ja komm, wir lassen das Kanu vielleicht dann erstmal hier. Aber den können wir vielleicht da drauf. Vielleicht können wir das Kanu. Ich würde ja gerne halt Sachen reinpacken, aber wenn das Ganze jetzt so rumwackelt, fällt es nur runter. Vielleicht so anschrägen. Nein. Den dazwischen klemmen. Den zu blockieren, sehr gut. Okay, das funktioniert schon mal. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben noch so einiges an Kleinkram. Sehe ich natürlich nicht, ob ich es reinpacken kann oder nicht. Es fällt schon irgendwie rein. Es wird schon irgendwie funktionieren. Ich meine, ich kann eigentlich noch hier auch noch was reinhauen, klar. Warte mal. Nicht so dumm hin und her laufen. So. Was liegt denn da noch? Ein Silberarmreif. Immer her damit. Ja, gut. Ist jetzt nichts Wertvolles, aber rein. Weil es klein ist. Aber die hätten wir fast übersehen können, ne? Diese Perlenhalskette. So unauffällig. Die sind irgendwie wieder so Saso-Maso-Fesseln. Für die ganz besonderen Liebhaber. Die gehen immer gut weg. Überwachungskamera. Oh. Damit kann ich ein bisschen ein paar Leute ausspionieren. Die behalte ich. So. Handelbank. Truhebank. Natürlich. Ja klar, das ist eine Truhenbank. Ich habe nichts anderes gesagt. Das ist eine Truhenbank. Wer kennt sie nicht? Gute alte Truhenbank. Aber der ist auch noch blau. Ich würde gerne eigentlich alles mitnehmen, was blau ist. Ich glaube, die Weinflasche, ja. Das ist alles, ja gut. Das
sehr groß, ne? Hätten wir es noch draufpacken? Bin nicht so gierig. Eigentlich. Müsste das ja funktionieren. Oh. Oder auch nicht. Nein, nein. Also ich krieg manchmal einen halben Herzinfarkt. Bin nicht so gierig. Will ihn auch drauf haben, natürlich. Was habt ihr denn von mir erwartet? Na klar will ich das. Das sollte doch... Oh. Funktionieren. Der Kram, den wir jetzt hier gelassen haben, der kommt dann hier in den Laden. Dann leveln wir da vielleicht demnächst auf 45. Mal schauen, wer weiß. Aber so viel epischer Kram war jetzt nicht dabei, ne? Doch, okay, ein paar Sachen ja. Aber leider weniger als erwartet. Auch nichts Legendäres. Das war geplant. Das war definitiv geplant. Wo sind die ganzen Autos hin? Mal kurz noch schauen. Okay. Es kam irgendwie ein kleines Update, aber ich glaube, das war wahrscheinlich nur Performance oder so. Ich wollte gucken, nicht, dass doch irgendwas Neues da ist. So, dann fahren wir erstmal in den Laden. Die um 4 Uhr können wir hier leider nicht mitmachen, außer wir fahren jetzt schnell hin und nehmen die an. Ich meine, Level 3er, ne? Level 3. Junkyard. Hä? Ach so, nee, die ist, oh, die ist vorbei. Ey! Um 3 ist sie vorbei. Ja, gut. Ist dann halt so. Dann fahren wir in den Laden. Dann machen wir vielleicht direkt die blinde Option. Die finde ich irgendwie ganz cool. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Dann hoffen wir mal, dass er hiermit viel anfangen kann, dass wir auf Level 30 kommen, weil ab Level 30 könnten wir dann ein neues Haus und Auto holen. Das heißt, wir können die Villa holen. Und das Auto, der LKW. Das klingt doch vielversprechend. Ist er gerade runtergefallen? Ja. Alles gescannt. Ich habe nichts vergessen, oder? Das sieht gut aus. So, wir können ja einmal noch abkassieren. Alter. Ich werde einfach ultra reich, ne? Ich werde einfach Millionär in dem Spiel. Gut, ja. Genau. Blinde Auktion. Ich glaube, es steht heute nichts mehr Gutes an. Level 1? Nee. Definitiv nein. Dann holen wir uns mal hier irgendwas ab. Vielleicht haben wir richtigen Premium-Kram. Ich hoffe irgendwie auf S- oder A-Klasse. Nee, warte mal, das können wir doch besser. So, was haben wir denn Schönes? Oh, drei Dinger. Machen wir alles. Warte mal, können wir direkt alle auf einmal annehmen? Nee, ne? Ja, nee. Gut, nehmen wir alles. Versuchen wir alles zu gewinnen. Wird schon gut gehen. Irgendwas wird davon gut sein. Es wird sich dann am Ende rentieren. Definitiv. B-Klasse. Come on! Okay. Erreicht. So, schauen wir mal. Jetzt viel Angelköder. Aber wenigstens schon mal ein paar blaue Sachen. So.
Hey, so viel Angelködern, das ist ein bisschen nervig. Okay, die erste Kiste war schon mal so, naja. Hier wieder was Blaues. Blau ist immer gut. Das war nicht so dicke. Bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas Cooles drin ist. Das sieht auch schon wieder so. Na. Nee, ich glaube, wir sollten vielleicht erst nur ab. Warte mal, war es jetzt A oder B? Ich hab's jetzt vergessen. Ja, gut, ein bisschen Minus haben wir gemacht. Obwohl, nein. Ja, doch, ein kleines bisschen. Na gut, so ist das Leben, ne? Ist jetzt nicht viel Minus, aber wir kriegen ja trotzdem dafür Ruf und Geld haben wir. Also, passt schon. So, machen wir das nächste Ding. Machen wir mal das nächste Ding hier. So, was habt ihr denn da? Was gibt es hier Schönes? B-Klasse Elektronik. Warum nicht A? Nimm es trotzdem, aber... Oh. Ich glaube, das wird ein Dekaminus sein. Aber wer weiß, wer weiß. Wer weiß das schon? Okay, war da nur die Lampe? Ernsthaft? Dafür so ein Riesenkarton. Gut, was haben wir hier drin? Ja. Aufmachen, bitte. Naja, bis jetzt ist ja eher... Hm. Ich glaube, wir sollten alles ab A-Klasse annehmen, ne? Aber gut, wir haben ja so oder so jetzt keine richtige Option frei gehabt, deswegen... Ah, doch. Das ist wenigstens ein bisschen blauer Kram. Es geht... Ah, doch, guck mal. Ist das jetzt schon gelohnt. Obwohl es B-Klasse ist, kann man trotzdem nie zu 100% sagen, Leute. Das kann man nie zu 100% sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Nein, ich wollte den hier zumachen. So, was haben wir hier? Alter, hier ist aber ganz schön viel Zeugs drin. Ja, ein bisschen hat sich das gelohnt. Da bin ich mal auf das letzte Ding gespannt. Dann werden wir alles auf den Truck packen. Ich überlege, ob wir einfach alles auskippen werden. Ich glaube, das würde am meisten Platz sparen. Oh, oh, oh. Oh. Eine Vintage-Kamera. Okay, doch, das war eine gute Option. Das war schon mal ein gutes Ding. Das wird auch ordentlich Ruf geben. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ah, klasse, oh. Come on. Come on. Okay, reicht. Hört auf. Hört auf. Nein, ich habe gesagt, hör auf. Nix esst du. Esst du noch. Gut. So, was haben wir hier drin? Oh ja, okay, schon mal wenigstens episch. Das fängt schon mal ganz gut an. War das noch was? Ja, okay. Ist nicht so der Burner. Oh, warte mal. Oh nein. Das wäre ein kompletter Reinfall. Hier. Ich glaube, hier ist auch noch so Grünzeugs, ne?
Ein blaues. Ich glaube, A-Klasse heißt einfach, dass wenigstens ein episches bei ist, oder? Naja, das war jetzt... Oh, okay, zweites. Die Katze hatten wir. Auch noch nicht. Wir guten kleiner Gewinn. Ja, dann bringen wir den Kram mal in den Truck. Das fliegt nur nicht so weit, ja. Das heißt, wir sollten es in die Ecke schleudern. Das war ein Ticken zu weit. Müssen wir nicht so viel laufen, ne? Und dann kippen wir einfach alles rein und die Kartons werfen wir weg. Kartons sind unnötig, weil so kriegen wir nicht alles in den Truck rein. Für den LKW wäre es vielleicht ganz cool. Aber für den Truck... Ups, nicht wieder auffangen. Für den Truck, glaube ich, keine gute Idee. So. Einmal aufmachen. Und weg damit. So. Das geht jetzt erstmal so weiter. Das können die morgen selber wegräumen. Okay, weg damit. Wir haben aber alle mitgenommen, ne? Alle Kartons oder habe ich einen übersehen? Nein. Gut. Wir hauen die nochmal hier in die Ecke. Sehr schön. So. Und der nächste Kram. Nicht, dass irgendwas festhängt, aber ich denke, es wird schon alles so richtig sein. Weg damit, mit dem Schrott. Ne, warte mal, ich muss ihn einmal so drehen, öffnen. Ich denke, das ist so die beste Technik. Weil das eher viel Kleinstkram drin. Da bin ich gespannt. Weil wir jetzt fast vor Level 30 sind. Und Level 30 bedeutet, dass wir bald den LKW holen können. Vielleicht sogar in dieser Folge noch. Das werden wir sehen. So, der letzte. Ups, einmal drehen. Aufmachen. Ach Mann. So. Ja, ist doch, passt alles drauf. Easy, ohne Probleme. Dann düsen wir ab. Dann einmal kurz den Laden, alles reinbringen. Besser geht's auch nicht. Und hier wäre schon auch Level 24. Und hier 28 noch. Ja, da hat der nichts mehr verkauft bekommen. Aber keine Sorge, ich habe Ware für dich. Boom. Alles gescannt, ne? Ich glaube, das war aber noch nicht alles. Oh. Ich glaube, da müsste ich ein bisschen aushelfen. Ich mache jetzt nochmal blauen, grünen Kram. Weil für den blauen Kram macht er wahrscheinlich einen besseren Preis. Als ich. Wahrscheinlich ist das teilweise auch zu günstig. Ich weiß es nicht. Aber... Geldprobleme haben wir eh nicht. Wie gesagt, es geht nur um den Ruf. Es geht nur noch um den Ruf. So, da ist alles drauf. Gut, dann müssen wir eigentlich nochmal rüber.
Weil wir da ja auch noch ein bisschen Grünkram haben, den wir in den anderen Laden dann hauen können. Auch wenn es jetzt nicht so wertvoll ist, aber... Ja, warte mal, falsche Richtung. Aber das sollten wir vielleicht doch nicht liegen lassen. Oder was meint ihr? Und wir könnten ja am nächsten Tag dann noch zum Schlosser. Dann pennen wir einfach drüben, oder? Einfach drüben schlafen? Ich würde sagen, ja. Alter, hat er wieder schlecht gelenkt. Ich bin mal gespannt, wie der LKW sich fahren lässt. Und vor allem, wie wir da Ware reinkriegen, weil wenn wir ja so Bettgestell und so haben, ist es ein bisschen blöd, ne? Weil hier können wir ja richtig in die Höhe stapeln, aber wenn wir jetzt den LKW haben und dann Kanu reinpacken wollen, das ist ein Riesenproblem. Das ist ja ein Ultra-Problem. Ich meine, blinde Auktionen sind natürlich dann purer Luxus. Oder wir machen nur noch blinde Auktionen. Das wäre auch eine Option. Das wäre ja auch eine Option. Weil dann können wir einfach die Kartons reinballern. Obwohl, ja. Müssen wir uns überlegen. Müssen wir mal schauen. Lustigerweise habe ich auf den allerersten, auf den kleinen Pickup, so viel immer drauf gepackt. Das hat immer gepasst irgendwie, ne? Irgendwie hat es immer gepasst. Warte mal, vielleicht erstmal das Bettgestell. Das passt doch ohne Probleme drauf. Den mitten rein. Sehr gut. Kiste, passt die hier so rein? Ja, mehr oder weniger. Ist okay. Den Koffer können wir dazwischen klemmen. Le Skateboard kommt einmal hier hin. Oder warte mal, so. Guten alten Gummistiefel. So, was haben wir drüben noch? Eine Couch. Die Schachtel gehört nicht zu mir, ne? Nee. Ich glaube, das packen wir jetzt allerletztes. Ja, das sollte eigentlich alles reinpassen. Sollten wir ohne Probleme alles reinkriegen. Das hätten wir besser machen können, aber passt schon. So ein dicker Holzkrug. Fürs Oktoberfest. Oh nein, ich wollte... erstmal reparieren. Passend zum Wikingerhelm eigentlich. Obwohl, die trinken aus ihren Horn. Ein Horn wäre cool. So ein Trinkhorn. Den kriegen wir dahin. Ah, den Gymnastikball. Ich glaube, der macht mir wieder so ein bisschen Sorgen. Ich liebe diese Dinger, ja. Das wisst ihr, ja. Das ist kein Problem. Oder vielleicht Gymnastikball drauf und dann die Couch oben umgedreht. Könnte der hier zwischenquetschen? Ohne dass der... Ich sag's doch, ich hasse die. Okay. So, das sollte doch funktionieren. Jetzt rollt der Ball runter, oder? Ah, ne. Gut. Ja, das passt doch. Das passt doch, Leute. Was nicht passt, wird passend gemacht. Dann hast du auch mal wieder ein bisschen Ware. Irgendwann müssen wir natürlich auch guten Kram hier reinpacken, damit das Level mal steigt. Aber so, das... Oh ne, die Kiste nicht. Die muss zum Schlosser morgen.
Oh, gib mal her. Bin mal schon her mit der Kohle. Du denkst doch nicht, dass du das bekommst. Das hat er bestimmt gedacht. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Und Home Sweet Home. In unsere kleine bescheidene Bude. Beziehungsweise unser kleines Häuschen. Das andere ist natürlich geiler, aber jetzt darüber fahren nur zum Schlafen. Unnötig. Wenn wir schon hier sind, dann schlafen wir auch hier. Okay. Was haben wir denn für Auktion heute? Level 3, 3. What's in the box 4? Oh, das ist gut. 3, 4, 3. Die beiden vielleicht. Dann habe ich die direkt drüben. Dann nehme ich eine Dreier hier an. Mache die einfach mal mit. Dann können wir zur Not am Ende des Tages das für ihn hier lassen. Wir müssen ja jetzt nicht direkt mitnehmen. Außer dass jetzt noch ein verschlossenes Ding. Machen wir auf jeden Fall mit. Ah, mit so einer Wanne und so. Naja. Das wackelt ja jetzt schon. Das wackelt ja jetzt schon rum. Ach, das sind Peanuts für mich. Das ist nichts für mich. Centbeträge. So, ist hier eine Kiste. Ja, guck mal. Als ob ich es gerochen hätte. Als ob ich es gerochen hätte, Leute. Irgendwas mitnehmen, vielleicht für den Laden. Das einfach reinzuhauen. Können wir einfach schon mal scannen. Das holen wir am Ende ab. Irgendwie ist hier nur Müll, ne? Wir fahren jetzt einfach zum Schlosser. Das war keine gute Option. Muss ich sagen, das war leider ein Haufen von Müll. Ein Hauch von Müll. Und er macht gerade auf. Alles klar, ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.